Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht's in den Prager Zoo. Und ich nehme euch mal ein bisschen mit und zeige euch, was es da alles so gibt. Und am Abend eventuell nochmal in die Stadt. Aber abends entscheide ich immer spontan, was so ansteht, was ich noch nicht gesehen habe und worauf ich am meisten Lust drauf habe. Also seid gespannt und wir sehen uns im Zoo. Leider wurde es nichts mit dem Zoo. Ich bin da an der Station ausgestiegen, habe auf den Bus gewartet. Safe, es sind zwei Busse ausgefallen und ich hatte wirklich gar keinen Bock mehr drauf und ich bin dann zurückgegangen. So, Freunde, ich bin heute etwas früher unterwegs. Ich muss heute noch Geld wechseln und wir fahren in die Stadt und schauen uns Museen und so an. Ach, und zum Thema Geld wechseln, wechselt auf keinen Fall in der Innenstadt. Ich habe mir mal die Kurse angeschaut. Die sind ja absolut schlecht. Also der aktuelle Kurs von tschechische Kronen waren so 24,58. Und in der Stadt haben die sie einfach für 15,8 tschechische Kronen gewechselt. Also Euros in tschechische Kronen. Die haben fett Gewinn dran gemacht. Und glaubt auch nicht direkt immer da, wo 0% Gebühren, beziehungsweise dass sie komplett das austauschen, schaut auch im Internet so, okay, was der aktuelle Preis, was aktuell der Wert für, also 1 Euro in tschechische Kronen, und dann wechselt um und auf keinen Fall in der Stadt. Und falls ihr mal in Prag sein solltet und ihr dieses Video erst später seht, schreibt mich an. Ich verlinke euch mal die zuverlässige Wechselstube, bei der ich immer ganz guten Kurs hatte. Ich verfahre mich die ganze Zeit. Gar keine Lust, ey. Ich sag's euch, Leute, die Prager Burg war so extrem voll. Du hattest da nicht wirklich deine Ruhe. Überall Menschen herum. Und es war echt zu viel am frühen Morgen so. Zu viel los, zu viel Action.
So, ich bin gleich wieder beim Hotel. Ist einfach sau heiß. Ich hätte echt meine Sonnenbrille mitnehmen sollen. Ich habe die aus Versehen liegen lassen. Und jetzt, was soll ich machen? Ich sehe gar nichts. Aber was wäre viel angenehmer so. Und ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Es war viel zu heiß, um hier so zu chillen und zu erkunden. So, Freunde, es wird jetzt langsam Zeit, mal essen zu gehen. Und ich gehe, glaube ich, in dieses Einkaufszentrum was snacken. Mal schauen, was so der spontane Pano dazu sagt, worauf er eher Lust hat. Also, wir sehen uns dann beim Essen. Ich habe ewig nicht mehr bei KFC gegessen, aber leider, es hat nicht so geil geschmeckt, wie das aussieht. Das Auto wird zum Super Saiyajin. So, Freunde, das Buch, was ich euch gezeigt habe, das passt sau gut zu meiner Situation, mal selber auf seine eigenen Gedanken klarzukommen, seine innere Ruhe zu finden, mal nur mit sich selbst zu beschäftigen. Geiles Buch, hätte nicht gedacht, dass es diesen Punkt ansprechen wird, aber ich bin erst bei Kapitel 1, mal sehen, was uns da noch erwarten wird. Somit war es das auch mit dem Video von heute, war heute etwas lässiger unterwegs. Ey, ich sag's euch ehrlich, so diese Mittagssonne hier war echt, echt krass. Voll heiß und ich war nach 14 Uhr wirklich müde, K.O. Dachte ich mir so, okay, bevor es hier noch heißer wird, hol ich mir schnell was zum Trinken und ab geht's nach Hause. Hier bist du noch gechillt und bin dann nochmal abends unterwegs gewesen in dem Einkaufszentrum. Und so ist dann auch der Tag zu Ende gegangen. Danke fürs Zuschauen, meine Freunde. Wir sehen uns in einem anderen Video. Macht's gut. Ciao, ciao.